Corona hat 2020 die ganze Welt und das ganze Allgäu in Atem gehalten. Viele Probleme sind dabei entstanden, die die volle Aufmerksamkeit der Behörden in Anspruch nahmen. Dabei sind sowohl der Klimawandel als auch beispielsweise Aufgaben wie die Lösung von fehlendem Wohnraum nicht stehen geblieben. Wie stark hat die Behandlung dieser Themen in unseren Landkreisen gelitten? Wir fragen nach bei Manfred Schilder, Oberbürgermeister von Memmingen, und Alex Eder, dem Landrat des Unterallgäus, wie stark Corona die ursprünglichen Ziele für das letzte Jahr ausgebremst hat. Herr Schilder, wie überall war ja auch in Memmingen 2020 durch Corona ein turbulentes Jahr. Und gerade in Memmingen wurden beliebte Veranstaltungen abgesagt. Der Fischertag, das Kinderfest und Wallenstein. Wie schmerzhaft waren denn diese Absagen für die Stadt Memmingen? Ja, die waren durchaus schmerzhaft, zumal das auch in einer Phase war, wo man jetzt noch nicht so wirklich absehen konnte, wie sich da die weitere Lage entwickelt. Es musste relativ früh eine Entscheidung getroffen werden und auch mit den Verantwortlichen zusammen dann auch kommuniziert werden. Und vor dem Hintergrund war es schon schmerzhaft, im Frühjahr eine Veranstaltung oder mehrere Veranstaltungen, die dann im Sommer hätten stattfinden sollen, abzusagen. Ich glaube aber jetzt im Nachhinein wurde jedem klar, dass es keinen anderen Weg gab als diese Absagen. Corona war ja eine sehr große Herausforderung. Was hat Sie denn im letzten Jahr ganz besonders beschäftigt? War es das Umsetzen der Regeln, die Einwände der Menschen oder die Entwicklung der Zahlen? Also wir sind ja alle mit einem Thema konfrontiert worden, das bis dato keiner wirklich auf dem Radar hatte. Und damit gab es auch nicht wirklich eine Blaupause im Sinne von, wie machen wir es richtig. Vieles, was wir dann gemacht haben und nach wie vor auch noch tun, entsteht aus einer gewissen Situation heraus. Und es bleibt natürlich am Ende immer eine gewisse Unsicherheit, machen wir es richtig. Und diese Unsicherheit, die überträgt sich ja auch auf die Menschen, auch in unserer Stadt. Das war spürbar, dass doch der eine oder andere auch mit Entscheidungen gehadert hat und in Frage gestellt hat, ob es der richtige Weg ist. Ich glaube schon, dass wir im Grundsatz richtig gehandelt haben. Zweifellos bleibt an der einen oder anderen Stelle auch eine Nuance von Veränderungsnotwendigkeiten, das ist völlig klar. Aber in der Summe war es, glaube ich, schon der richtige Weg. Und ich glaube, das war die große Herausforderung, den Menschen zu erklären, warum ist es wichtig, dass wir uns so verhalten, wie wir uns verhalten sollen. Was ist denn nun abseits von Corona in Memmingen sonst noch so passiert? Welche Themen wurden bei Ihnen im Rathaus hier behandelt? Ja, das Leben geht ja weiter und wir haben natürlich auch die Themen, die uns beschäftigen, weiter vorangetrieben. Mir sind da mehrere Entscheidungen und mehrere Themen im guten Gedächtnis. Zum einen haben wir das sogenannte Memminger Manifest verabschiedet, eine Grundlage für Freiheitsrechte, für Demokratie in unserem Land. Und das ist für mich schon eine epochale Entscheidung gewesen. Und gerade jetzt in dieser Corona-Zeit spielt natürlich das Thema Freiheitsrechte eine ganz, ganz große Rolle. Und das wollen wir da auch aktiv spielen. Etwas, das ja funktioniert hat 2020, war die Bahnelektrifizierung. Richtig. Das ist für uns auch ein historisches Ereignis. Ich glaube, das kann man so sagen. Ich vergleiche es schon fast mit der ersten Gleislegung, die in Memmingen stattgefunden hat. Auch ein Jahrhundertereignis, um es mal so zu formulieren, die weichenstellende Modernisierung der Bahnstrecke von München über Memmingen in Richtung Lindau und weiter in die Schweiz. Es fahren jetzt die Züge unter Strom auf dieser Strecke. Und ich hoffe, dass dieses Beispiel auch Schule macht für den Rest des Allgäus, dass wir auch im Allgäu mit der Elektrifizierung wirklich große Schritte gehen können. Welche Themen sind denn jetzt aufgrund von Corona leider etwas liegen geblieben? Also wir haben versucht, wirklich die tagesaktuellen Themen sowieso aufzuarbeiten und entsprechend zu entscheiden. Aber es sind auch einige Entscheidungen trotz allem weitergetrieben worden. Ich darf an Baumaßnahmen erinnern. Wir haben zum Beispiel die Sanierung unseres Strigl-Gymnasiums abgeschlossen. Über 20 Millionen Euro, die dort verbaut worden sind. Wir haben einen historischen Turm, den Bismarckturm im Westen der Stadt, saniert. Wir haben die Stadtmauersanierung weiter vorangetrieben. Da sind zwei Bauabschnitte
vollzogen worden. Also ich kann jetzt eigentlich gar nicht so richtig sagen, ob es Maßnahmen gegeben hat, wo wir gesagt haben, die stellen wir jetzt einmal in Frage, weil es Corona gibt. Ich glaube, wir waren alle miteinander, Stadtrat, Stadtspitze, Verwaltung, Bürgerschaft bemüht, möglichst die Dinge weiterzutreiben, die auch notwendigerweise weitergetrieben werden müssen. Wir haben im Stadtrat entschieden, Anfang des Jahres 2020, dass wir ein neues Bad bauen. Auch das ist ein Thema, was schon seit Jahrzehnten immer wieder in der Diskussion war, immer wieder verschoben worden ist. Mir war es jetzt wichtig, dieses Thema auch zum Abschluss zu bringen und tatsächlich da auch Fakten zu schaffen. Das ist jetzt auch gelungen mit einem abschließenden Raumprogramm. Das haben wir gestern zum Beispiel erst noch beschlossen. Also da kommen wir auch einen guten Schritt weiter. Und ein zweites Thema, was mindestens eine ähnliche Dimension, aber deutlich teurer dann auch noch ist, ist das Thema Klinikneubau. Auch das ist mir persönlich ganz wichtig. Auch darüber haben wir lange diskutiert und dann am Ende auch des Tages dann entschieden, wir wollen diesen Weg in Richtung Neubau gehen. Da sind auch die Weichen gestellt. Auch das ist ein ganz wichtiges Thema, was wir dort vorantreiben. Und last but not least ist auch das Thema Bahnhofsareal, mittlerweile heißt Rosenviertel, ein zentrales Thema. Das ist jetzt leider Corona-bedingt nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben, weil wir dort wirklich eine breite Bürgerbeteiligung auch angestoßen haben, die jetzt nicht in Präsenz stattfinden konnte, sondern zum großen Teil nur online. Im Übrigen online ein Thema, das uns, glaube ich, rauf und runter beschäftigt hat. Aber nichtsdestotrotz, auch da sind wir ein Stück weitergekommen. Auch dort gibt es jetzt Impulse und entsprechende Ansätze für einen städtebaulichen Wettbewerb, den wir dann ja auch anstrengen wollen. Und da bin ich zuversichtlich, dass ähnlich wie in Steinheim, da haben wir den Zehnstadel zum Beispiel jetzt fertig saniert, auch im letzten Jahr und eingeweiht, dass wir auch in der Stadtmitte hier im Rosenviertel eine große Bürgerbeteiligung eben hinbringen und die Bürger sich da aktiv einbringen. Da bin ich guter Dinge, dass uns das auch nach wie vor gelingt. Herr Schilder, Sie halten uns über diese Themen am Laufenden. Ich bedanke mich fürs Gespräch und wünsche Ihnen und der Stadt Memmingen für 2021 alles Gute. Herzlichen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank. Auch im Landkreis Unterallgäu verlangte Corona einiges an Aufmerksamkeit, hat aber nicht alles ausgebremst, berichtet uns Landrat Alex Eder. Herr Eder, Sie haben ja im vergangenen Jahr das Amt des Landrats angetreten. Man spricht ja immer von diesen berühmten ersten 100 Tagen. Sie haben mir erzählt, Sie hätten da gerne, wären gerne mehr mit der Bevölkerung in Kontakt getreten. Wie war denn das für Sie jetzt? Also die ersten 100 Tage sind natürlich jetzt inhaltlich, da hat man nicht die Möglichkeit, sich irgendwo ganz groß mit einzubringen. Aber worauf ich mich natürlich schon gefreut hatte, das Amt des Landrats bringt ja nicht nur inhaltliche Punkte mit sich, sondern natürlich auch gesellschaftliche. Und da hätte ich mir sehr gut vorstellen können, im letzten Sommer auch die ein oder andere Festlichkeit mitzubesuchen und mit den Menschen in Kontakt zu kommen. Das war natürlich in dem besonderen Jahr 2020 sehr schwer bzw. gar nicht möglich. Hätten Sie sich vorgestellt, dass Ihr Amtsantritt so aussehen könnte? Na, auf gar keinen Fall. Das konnte sich überhaupt niemand vorstellen, was da im letzten Jahr alles auf uns zukam. Es war ja trotz Corona einiges los im Landkreis. Zum Beispiel die Landwirtschaftsschule Mindelheim wurde geschlossen. Für Sie ja sehr bedauerlich. Ich hatte versucht, darum zu kämpfen. Ich habe auch nach wie vor, verstehe ich auch die Entscheidung nicht und finde sie auch nicht gut. Das ist eine bittere Pille, die wir als Landkreis schlucken müssen, dass wir unsere Landwirtschaftsschule verloren haben. Aber jetzt gilt es darum, weiter nach vorne zu schauen und zu überlegen, wie wir irgendwie das Beste daraus machen können. Mhm. Auf Ihrer Homepage steht als Überschrift Mut zur Zukunft. Ziele, die Sie sich eigentlich gesetzt haben, waren Energiewende, Schuldenabbau, Klima- und Umweltschutz. Wie stark sind denn diese Themen jetzt durch Corona liegen geblieben? Liegen bleiben können die Themen nicht, aber natürlich erfährt alles irgendwo eine andere Bedeutung. In dem Moment, in dem es um Katastrophenschutz geht und in dem Moment, in dem es darum geht, Konzepte zu erarbeiten, die Krankenhäuser leer zu halten und solche Themen, dann sind viele andere Prioritäten einfach erstmal verschoben. Wenn Sie an die Herausforderung Corona jetzt im letzten Jahr zurückdenken, war da irgendetwas, das Ihnen ganz speziell Kopfzerbrechen bereitet hat? War es vielleicht die
Anliegen der Menschen, die Regelungen, die Maskenpflicht, wenn Sie da nachdenken? Also mir bereitet relativ viel Kopfzerbrechen bei dem gesamten Thema, das ist ganz klar, das ist ja zurzeit alles bestimmend. Was mir schon auch sehr viel Kopfzerbrechen bereitet, sind tatsächlich die Menschen, die mir auch schreiben, die mir von den negativen Auswirkungen berichten, die allerdings nicht unbedingt nur durch die Krankheit kommen, sondern eben auch negative Auswirkungen. Menschen, die mir berichtet haben, sie müssen wieder zurück in die Arbeit, die Betreuung der Kinder ist nicht gesichert, der Arbeitgeber klopft schon an und sagt, jetzt brauchst du irgendwann gar nicht mehr kommen. Oder Gastronomiebetreiber, die jetzt seit Anfang November wieder ihr Geschäft schließen müssen und wirklich mit dem Rücken zur Wand stehen. Wie sind Sie auf diese Menschen zugegangen? Was haben Sie denen gesagt? Ich kann immer nur darum werben, dass ich in einigen Punkten erstens selbst gar nicht das in der Entscheidung habe, weil das keine Entscheidung auf Landkreisebene ist, sondern eben auf Landesebene. Und kann nur um Verständnis werben, dass wir eben in einer ganz besonderen Situation sind, kann aber einige von den Punkten durchaus auch nachvollziehen und habe vielleicht damit versucht, auch den Menschen ein bisschen zuzusprechen. Die Themen, die jetzt durch Corona doch etwas liegen geblieben sind, wie schlimm ist das jetzt? Und was konnte denn nicht so gut behandelt werden, genau, was man sich anders oder wo man mehr Fokus darauf gerne gelegt hätte? Also ich denke, inhaltlich haben wir sehr, sehr viel auch vorwärts gebracht, weil das Landratsamt war leistungsfähig. Wir waren da, wir haben gearbeitet. Ich hatte ja auch mehr Zeit für meinen Schreibtisch, als in einem normalen Jahr wahrscheinlich der Fall wäre. Von daher, wir sind mit einer hohen Schlagzahl weiter vorangegangen. Die Dinge sind nicht möglich gewesen, die zwangsläufig einen persönlichen Kontakt bedeuten. Also zum Beispiel, dass wir gerne verdiente Mitglieder des letzten Kreistags verabschiedet hätten, den alten Landrat standesgemäß ordentlich mit einer großen Feier verabschiedet hätten. Diese Dinge haben nicht stattgefunden. Wir konnten den Inklusionsbeirat nicht wählen, was wir uns eigentlich fest vorgenommen hatten, weil auch das am Anfang mit ersten Präsenzthemen zu tun gehabt hätte. Also diese Dinge sind verschoben worden. Aber inhaltlich, also wir haben weiterhin unsere Investitionen getätigt. Wir haben unsere reine inhaltliche Arbeit durchaus im Fokus behalten können. Was waren das denn für konkrete Dinge, die trotz Corona umgesetzt werden konnten, aber vielleicht in der Medienberichterstattung etwas untergegangen sind? Ganz generell passiert ja in so einem Landratsamt in einem Jahr ganz viel. Da passieren ganz viele Themen, die bearbeitet werden, die jetzt nicht unbedingt in den Medien ankommen. Da geht es um jedes einzelne Sachgebiet, um jede einzelne Abteilung, die eben das ganze Jahr über ihre Arbeit macht. Und dann gibt es einzelne Ausreißer, die in den Medien irgendwo wahrgenommen werden und die halt größere, gerade auch zukunftsweisendere Punkte betreffen. Aber ansonsten, so diese normale Grundlast an Arbeit, die ist in diesem Jahr oder im Jahr 2020 auch sehr gut gelungen, dass wir die auch vorwärts bringen konnten. Dann können wir ja doch etwas positiv ins Jahr 2020 zurückblicken. Ziele für 2021? Genau in der gleichen Art und Weise, dass wir trotz diesen schweren Einschlägen von außen, dass wir trotzdem das schaffen, dass wir hier unsere Leistung weiterhin aufrechterhalten können, das wäre mir wichtig. Und dass wir natürlich, das ganz klar oberste Ziel in 2021 ist, irgendwie aus dieser Geschichte jetzt wieder rauszusteuern. Über die Arbeit in den Rathäusern und Landratsämtern halten wir Sie natürlich auch in diesem Jahr weiterhin auf dem Laufenden und damit verabschieden wir uns mit unserem Landkreismagazin aus dem Unterallgäu und Memmingen.